Okay, los geht's. Die Garage, die hat früher Michael Schumacher gehört. Der hat die dann irgendwann umbauen lassen für seinen Sohn, als der Mick angefangen hat zu fahren. Für uns sind da sehr viele Emotionen und Erinnerungen. Für uns war Michael Schumacher oder ist Michael Schumacher das größte Idol. Natürlich ist das dann besonders. Ich glaube, wenn man den Rennsport betreibt, dann hat, glaube ich, jeder den gleichen Traum, irgendwann einmal in der Formel 1 zu sitzen. Und das ist mein Traum auch. Michael is a legend. Formel 1-Weltmeister Michael Schumacher. When he arrived at the racetrack, Michael Schumacher. 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 Put his race suit on. It was like a Superman suit. Wie hat das alles angefangen? Ich habe mal gehört mit einem Go-Kart, stimmt das? Das ist richtig. Es hat sehr lustig angefangen. Und zwar mein Vater hat sehr gerne gebastelt. Er hat mir damals ein Tretrad mit dem Mofa-Motor zusammen gebastelt. Ich war damals 4. Und dann sind wir auf dem Feldweg erst ein bisschen gefahren, bis ich dann erstmals einen Laternenmast umgefahren habe. Und dann meint mein Vater, das wäre ein bisschen gefährlich. Ja gut, hier sind wir da, wo alles begann, letztendlich auf der Kartbahn. Also ursprünglich war die Kartbahn in Horren und dann sind wir umgezogen 1981 hierhin. Hier wurde dann damals die Kartbahn eröffnet, eine ehemalige Kiesgrube. Sah damals natürlich ein bisschen anders aus, aber das ist heute noch sehr, sehr ursprünglich, wie man sieht. Ja, das war natürlich irgendwo Spielplatz nach der Schule und wir haben Verstecken gespielt. Das war hier alles so. Also wir hatten hier eine sehr, sehr schöne, unkomplizierte Kindheit. Es war erstmal Kies früher. Da war ja nichts, da war ja alles Kies. Ist ja alles schön zugewachsen. Aber auch ewig her. Wahnsinn. Dementsprechend war Spielplatz auch Learning by Doing, weil wir halt jeden Tag entweder Leihkarte oder normale Karts gefahren sind. Wir war die Familie, also wir haben nicht weit von hier weg, ungefähr 200 Meter entfernt, oben ein kleines Häuschen bezogen und dann haben wir hier gewohnt als Familie. Meine Mutter hat damals einen Imbiss gemacht. Ich bin die Mutter von den zwei Söhnen, Ralf und Michael Schumacher, und sorge für das leibliche Wohl, für die Gäste und für die Familie. Oberhalb unserer Kartbahn. Michael ist 10 Jahre alt, da fährt er dann mit diesem Auto. Und er muss schalten, kuppeln, Gas geben, bremsen, weil das Auto keine Automatik hat. Das macht er auch alles, aber das macht er, während er in dem Auto steht.
Mhm. Weil sitzen kommt er noch nicht an die Pedale, dafür ist er noch zu klein. Aha. Michel war für sein Alter immer besonders klein. Scheint ihm aber überhaupt nichts auszumachen. Unser Leben war vom Motorsport bestimmt. Unsere Eltern haben das auch immer unterstützt, wie sie konnten, aber es war jetzt nicht deren Ambition. Ich bin Vater Schuhmacher, Bahnwart vom Kartclub Gerben Mannheim. Meine eigentliche Leidenschaft ist an für sich das Fischen, also das Sportangeln. Aber durch meine Söhne bin ich in diesen Sport so richtig reingeraten. Also mein Vater zum Beispiel, der mag überhaupt keinen Motorsport. Den können Sie damit jagen. Der geht lieber angeln oder hat seine Ruhe oder geht durch die Natur. Der hat immer zu uns gesagt, macht was Anständiges, aber bitte keinen Motorsport. Wer weiß, hätte es die Kiesgrube, hätte es die Kartbahn des Vaters nicht gegeben, hätte es diese Freizeitbeschäftigung wohl nicht gegeben. Und da hat man sich eben, wie der Ralf dann später auch, selbst ausgebildet. Wenn er nach Hause kam und beim Mittagessen war und keinen Blick auf die Kartbahn hat genießen können, hat er mir erzählt, dass er allein an dem, was er hörte, erkennen konnte, wer auf der Bahn fuhr mit dem Kart. Und zwar unter mehreren herausgehört, nicht nur unter einem. Das heißt, er war in der Lage, anhand der Drehzahlen, anhand der Streckenvorstellung, die er im Kopf hatte, wusste also, wo welches Kart fuhr, herauszufinden, ach ja, das ist der Freund Y, der jetzt wieder mal zu früh bremst oder zu spät, ja, oder nicht richtig auf dem Gas steht. Und das hat er mir so erzählt, das war auch absolut glaubwürdig, dass es so ist. Denn im gleichen Atemzug hat er mir auch gesagt, dass er sich mit Schule nicht so viel anfangen konnte. Wenn er was gemacht hat, immer sehr, naja, also dann war das eben das, was er mal da in der Disco, keine Mädchen. Ich fahre jetzt Kart, also muss ich trainieren bis zum Umfallen. Und das war schon sehr früh so. Ich weiß nicht, wenn er hier um diese Bahn rumgelaufen ist, mit an jeder Seite 3 Kilo Gewicht in der Hand und auch bei größter Hitze, dann war er einmal so fertig, ich habe gesagt, der kommt ja nicht mehr wieder. Der war dem Tod schlecht geworden unterwegs, aber trotzdem hat er versucht, nach Hause zu kommen. Und er war dann immer sehr intensiv in diesen Sachen. Mein Name ist Michael Schumacher, ich bin 20 Jahre alt, habe angefangen, mit dem 4. Lebensjahr Gokart zu fahren. Er war ja von Anfang an quasi in diesem Metier drin. Er war von Anfang an auf 4 Rädern. Von Anfang an hat er mit Grip zu tun gehabt. Was hält das Auto aus? Wie schnell kann man mit dem durch die Kurve fahren? Ob das ein Kart ist oder ein Formel-1-Auto, ist egal. Das war sein Spielplatz und da ist er groß geworden. Deswegen war er im Endeffekt auch so gut, weil er dann zum Schluss so komplett wurde. Also im Kartsport muss man sagen, bekommt man sehr gutes Reaktionsvermögen. Man braucht sehr gutes Reaktionsvermögen. Man lernt den Umgang mit den Slick- und Regenreifen kennen.
die Abstimmerei von dem Kart, das heißt, ob er jetzt übersteuert oder untersteuert, dieses zu beheben, das lernt man am Kart und das kann man auch übernehmen für das Formelfahrzeug. Was da vorhin steht, ist ein Rennkart und zwar aus der Zeit, als Michael 13, 14 Jahre alt war. Das sieht nun nach überhaupt nichts Besonderem aus. Ist auch nichts Besonderes. So sahen die damals eben aus. Aber wenn wir über Beschleunigung reden, reden wir jetzt über eine kleine Rakete. Wenn Sie mit Ihrem Auto gegen dieses nichtsaussehende Gerät einen Wettbewerb wagen würden, von 0 auf 100, dann würden Sie alt aussehen. Egal, was Sie fahren. Das kann Porsche sein, Ferrari sein, Sie hätten keine Chance. Das Ding beschleunigt in 3,5 Sekunden von 0 auf 100. Die Werkbank hier sieht auch wieder nach nichts Besonderem aus. Als solche ist sie auch nichts Besonderes. Sie stand in einer Garage in Bergheim. Das Besondere daran ist der Besitzer. Das ist Gerhard Noack. Vermutlich haben Sie den Namen noch nie gehört. Aber Gerhard Noack, das ist der Entdecker, Förderer, Macher des Rennfahrers Michael Schumacher. Ich sag ja, Michael ist natürlich hier als Kind, der ist von der Schule nach Hause gekommen, hat seine Hausaufgaben gemacht und war hier. Ist er jeden Tag gefahren, dass er natürlich diese Strecke hier blind fahren kann. Was er auch schon mal bewiesen hat, wir hatten mal hier eine Feier und dann sind wir nachts hier im Dunkeln, wir haben ja kein Flutlicht. Mit Freunden von ihm so sind die hier gefahren. Er war der Einzige, der wirklich ohne im Gras zu landen die Runden hingekriegt hat. Also, er konnte da blind. Dann mit einem Freund von mir waren wir dann in Horm auf dieser Midgard-Bahn, wo Vater Schumacher eben diesen Midgard-Betrieb gemacht hat und sind da Leihkart gefahren. Hatten Riesenspaß in der Audi und haben vielleicht auch ein bisschen das verwechselt mit Autoscooter. Vater Schumacher hat uns dann natürlich auch ermahnt und so sind wir dann eben ins Gespräch gekommen. Ja, mein Sohn und ich würde ja gerne, aber ich habe die Zeit nicht und vielleicht auch die finanziellen Möglichkeiten, nicht mit dem auf andere Rennstrecken zu fahren. Und ich habe dann gesagt, okay, dann du gibst mir deinen Sohn, ich gebe das Material und ich fahre mit dem Michel durch ganz Deutschland oder auch eben noch in benachbarte Länder und ermögliche ihm da das Kartfahren. Und der Michel war halt sehr glücklich, dass er überhaupt fahren durfte oder fahren konnte. Für mich war der Michael so ein Sohnersatz. Also, ja, er war ja sehr viel bei uns, wir waren sehr viel unterwegs und ja, ich habe mit ihm das dann gelebt quasi. Mein Vater hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir ordentlich irgendwo die Tür reinkommen, die Tageszeit sagen, jemand in die Augen schauen, wenn man mit ihm spricht. So diese Grundwerte. Ich glaube, dass das Thema Gemeinschaft und nicht alles für sich selbst in Anspruch nehmen ganz wichtiges ist. Und das haben wir immer so gelebt. Meinst du, wir können dann zusammen hochgehen oder was? 15.000. Dann gehen wir zusammen hoch. Ja. Nein. Komm, Helm weg hier, sonst verkratzt er nachher. Der muss aufpassen. Der war ja mein Schrauber, hat mich unterstützt und hat natürlich seine Erfahrung, wenn ich hier war, wenn er jetzt. Ob das irgendwelche neuen Strecken kennenlernen und so, das war eine schöne Zeit. Das war so bis 12, 13, glaube ich. Und dann ist er natürlich auch unterwegs gewesen in dieser Welt. Aber das war eine tolle Zeit, die wir da gemeinsam hatten. Der ist dann aus dem Kartsport rausgegangen, dann Formel König gefahren und dann war für mich an sich meine Zeit gekommen. Wir hatten selber, wir haben ja ein Kartgeschäft, wir haben nur mit diesen Produkten.
Und ich musste mich dann damals entscheiden, entweder da mitzugehen oder eben in den Kartsport zurückzugehen und um da zu bleiben. Und dann ist Michael halt dann seinen eigenen Weg gemacht. Drei Jahre jetzt im Formelsport drin, sitze jetzt im Gruppe C von Mercedes und ich glaube, das hat die Chance hat vor mir kaum einer gehabt, in so kurzer Zeit in so einem Auto schon zu sitzen. Und von der Karriere her ging es schon sehr schnell, was ich wohl wiederum sehr vielen Leuten zu verdanken habe. Bei mir waren die finanziellen Möglichkeiten absolut nicht vorhanden, um irgendeinen Sprung zu machen und ich habe dann sehr gute Leute getroffen und die mir dann auch unheimlich weitergeholfen haben. Die ersten drei der Formel-3-Meisterschaft wurden von der Firma Mercedes-Benz damals unter Jochen Nerpasch noch verpflichtet zu einem sogenannten Mercedes-Junior-Team. Ziemlich mutiges Unterfangen, die sollten Gruppe C fahren, also ein Rennauto mit 900 PS oder 800 PS, wo man denkt, der Sprung von Formel 3 dahin ist ein riesengroßer. Es war damals so, dass Mercedes das Hutablagen-Image hatte. Man wusste in Stuttgart, dass man eine Modelloffensive starten wollte. Man war sogar so mutig zu sagen, wir bauen von nun an sportliche Autos. Und dann hat man sich dazu entschlossen, junge Rennfahrer zu fördern. Darunter war Michael Schumacher. Was viele vielleicht nicht wissen, zur damaligen Zeit waren deutsche Fahrer in der Formel 1 Mangelware. Wir wollten also einen deutschen Fahrer aussuchen und wir haben uns dann in der Formel 3 umgeschaut. Die besten drei Fahrer aus der Formel 3 Saison 1989, das waren Heinz-Harald Frentzen, Karl Wendlinger und Michael Schumacher, die haben wir ausgesucht und haben sie zu Mercedes in die Lehre geschickt. Ich sehe, wo Ronaldo angefangen hat, wo er heute ist, dann ist das auch ein ganz großer Unterschied. Und so ist das eben. Der Kartsport ist hemdsärmelig, das ist die Basis, da lernt man auch, da muss man selber anpacken, da muss man Schrauben lernen. Da lernt man eigentlich auch diese, ja, diese wichtigen Einmaleins des Motorsports, die Teile, die man für sich in Anspruch nimmt. Da lernt man das Fahren, das Überholen, schnell auf Zeiten zu kommen, den Fight vor allem mit den anderen Fahrern, sein Risiko einzuschätzen. Das ist alles der Kartsport. Michael hat später immer gesagt, ich habe das Rundefahren, das Fahrgefühl vom Kart. Aber das richtige Training, um dann ein Formel-1-Auto beherrschen zu können, das war für mich diese Gruppe C. Er sagte, diese unglaublichen Autos mit ihren rund 1000 PS, die haben mich dann in die Lage versetzt, um auch ein Formel-1-Auto bewegen zu können. Zweiter im Wagen, Nummer 31, also Michael Schumacher, der Preis im Team. Ich bin letztes Jahr Formel 3 gefahren. Ich bin letztes Jahr auch schon die ersten Mercedes-Einsätze gefahren. Aber zur Zeit, wo ich den Mercedes-Vertrag unterschrieben hatte, hatte ich auch gar keine andere Möglichkeit, irgendwie Formel 3000 zu machen. Ich muss natürlich aber auch dazu sagen, dass ein Mercedes-Engagement für einen Jungen mit 21 Jahren war ich damals einfach Wahnsinn war. Und ich glaube, es bestätigt auch, dass die Gruppe C gar nicht so schädlich sein kann. Fünfter Platz in Le Mans, eigentlich ein Riesenerfolg. Seid ihr zufrieden? Doch, also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Dieses eigentlich Fünfter oder eigentlich Erfolg
finde ich gar nicht, das erste Mal hier in Le Mans teilzunehmen und dann gleich als Fünfter abzuschließen. Ich denke, das ist für uns alle drei ein super Erfolg. Es ist ja so, wenn ein junger Fahrer in eine Formel 1 einsteigt, dann wird er von dem Seniorfahrer wenig mitgeteilt bekommen, denn das ist der stärkste Konkurrenz für ihn. In der Gruppe C, das sind ja Langstreckenrennen, die fährt man zu zweit, da musste ein Jochen Maas seine Fahrstrategie und seine Rennstrategie mit den Junioren erarbeiten. Da haben die natürlich in einer sehr kurzen Zeit sehr viel gelernt. Fahrlehrer war ich nicht, nein, um Gottes Willen. Fahren konnte der schon verdammt gut, als er zu uns kam. Was wir nur gemacht haben und was ich so als, sagen wir so, als Lehrer für die, war nur dieses Benehmen innerhalb eines Werksteams. Und dann dieses ganze Zwischenspiel zwischen den Fahrern. Du bist ja nicht alleine als Fahrer. Das sind immer, ne? Du bist immer zu zweit oder zu dritt. Da musst du dich auch ein bisschen reinfummeln und du kannst nicht zu egoistisch dran gehen als junger Fahrer. Du musst dich einfügen in eine Gemeinschaft von Fahrern, die dann eben auch jeder dazu beiträgt, dass das Ganze klappt. Wenn einer 22 ist, dann kann einem schon einmal der Gaul durchgehen. Vielleicht war er erfreut, einen Landsmann zu treffen, den Obermeier Porsche aus Halsbach bei Burghausen. Beide Autos haben es überlebt. Ja. Also ich habe da zumindest gar nicht so mitbekommen. Ich habe nur gemerkt, dass ich ihn ausgebremst habe und dass ich auf den Dreck gekommen bin. So war ich der Meinung, wenn das Auto kurz versetzt hatte. Ja. Aber dass ich den Porsche da berührt habe, da war mit Sicherheit keine Absicht. Nein, sicher nicht. Natürlich war er der Schnellste, darum geht es aber gar nicht. Das habe ich immer manchmal gesagt. Wenn wir in Le Mans zum Beispiel einmal, ist er sehr schnell gefahren, habe ich gesagt, du fährst ein bisschen schnell, Michael. Der Fahrer war im anderen Auto, nicht auf meinem. Und sagte, das mag ja so vorkommen, sagte er, aber für mich ist das nicht schnell. Ich sagte, ja, das weiß ich auch, dass du schneller fahren kannst, darum geht's nicht. Du belastest aber das Material. Kritik war ein Wort in seinem Kopf, es hat nicht existiert. Nein. Der hat es völlig, völlig weggeblendet. Der hat ein solches Selbstbewusstsein gehabt. Ich weiß nicht, ob man das so sehen muss, kann, darf oder ob es nicht eher sogar von Vorteil gewesen ist. Ich erinnere mich da an einen Vorfall beim 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring. Es kam nach dem Training ein sehr aufgeregter Derek Warwick in unserer Box und schimpfte mit Michael Schumacher, er hätte ein sehr gefährliches Ausbremsmanöver gestartet und das könnte man nicht. Und uns hat er angeschimpft. Amateure gehören nicht in einen Sportwagen-Weltmeisterschaftslauf. Michael Schumacher hat das damals völlig kommentarlos hingenommen. Er wusste, was er konnte und er fragte sich, ja, warum soll ich denn nicht auch einen Formel-1-Fahrer ausbremsen können? Kritik? Eher Fehler? Gottes Willen, ich doch nicht. Und deshalb war jegliche Kritik für ihn einfach nicht wahrnehmbar. Für mich war natürlich, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, für mich war der Erfolg immer erste Priorität. Aber so gesehen, dass ich doch sehr große Scheuklappen anhatte in der früheren Zeit und nichts anderes sehen wollte und nicht abgelenkt werden wollte. Wir haben selbst in Interviews nie darüber gesprochen, aber das ist durch das Umfeld auch immer klar geworden, wie schwer es ihm auch zum Teil gemacht worden ist. Dass da auch andere im Umfeld gegeben hat, die dem Jungen aus dem Erftkreis, aus dem Bergheimer Kreis gesagt worden ist, ja, Junge, was willst du denn, ja, auf diese kölsche Art, ne? Wo kommst du denn her, ja, aus der Kiesgrube? Ich glaube, dass ihm das auch schon wehgetan hat und dass da auch eine Kraft entstanden ist, unbedingt auch gewinnen zu wollen. Aber ich habe es die ganzen Jahre viel kennengelernt, dass die Leute, die Leute mit Geld können meistens nicht fahren und die fahren können, haben kein Geld. Und ich denke mal, das muss man so ein bisschen im Blut haben und wollen und
Ich denke mal, das ist in den Genen irgendwo vielleicht auch ein bisschen verankert. Ich glaube, Michael Schumacher hat den Beruf des Rennfahrers komplett neu definiert, weil er immer neugierig war, wollte immer besser sein und er hat das nicht nur auf der Rennstrecke und für jede Kurve bezogen, sondern insgesamt. Wie gesagt, er kam aus relativ einfachen häuslichen Verhältnissen und er hat die Welt um sich herum aufgesaugt wie ein trockener Schwamm, den man ins Wasser hält. Der hat alles aufgesaugt und für sich verwertet. Er war unglaublich schnell im Auffassen und Realisieren neuer Ziele. Sein Rennfahrerleben war sicherlich das der differenzierenden Faktoren, die mit Arbeit verbunden waren. Die Grundaufnahmeprüfung dafür ist Talent. Aber wie schärfe ich mein Talent? Wie mache ich den kleinen Unterschied? Und er ist auf diese Art ganz zweifellos unter den Besonderen und ganz Besonderer geworden im Laufe seiner Karriere. Ich bin nun mal, wie ich bin. Und ich bin immer in meinen Augen mit beiden Füßen auf dem Boden geblieben. Habe eine sehr gesunde Erziehung genossen, die sehr bodenständig war. Und insofern, trotz all dem, was um mich herum und mit mir passiert ist, hat sich das zum Glück nicht verändert. Das sagt ja sein Sohn heute. Die sind ja immer, habe ich selbst ja gesehen, die sind da gewesen. Und er hat bei der Weihnachtsfeier hat er den Nikolaus gespielt und den Kindern von der Kartbahn dort die Nikolausgeschenke überreicht. Übrigens mit großer Freude. Seine Heimat war und ist, trotz der vielen Millionen, diese gewaltigen Erfolge, ist immer die Kiesgrube in Kerpen geblieben. Und dann ist die ganze Geschichte in der Formel 1 hat sich geändert. Spa bedeutet mir so viel. Mein allererstes Rennen. Mein allererster Sieg. Michael Schumacher gewinnt Belgien. Mein 7. WM-Titel. 20 Jahre Formel 1. In Spa, 300. Grand Prix. Der Zufall fällt auch nach Spa. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, die Geschichte fängt an mit einer Lüge.